Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Und das ist Formel 1 2021 in der ersten Folge. Ich freue mich riesig, wir legen auch direkt los. Kleine Worte vorab, das ist mein erstes Formel 1 Spiel, was ich jetzt richtig zocken möchte. Ich hatte in der Vergangenheit zwei, drei Teile gehabt, die ich mal einfach nur zum Spaß einfach mal ein Stündchen angeworfen habe. Aber ich habe keinerlei Erfahrung in solchen Spielen, bin also daher ein Anfänger. Das heißt, so werden wir natürlich jetzt auch mit den Fahrhilfen und sowas alles umgehen. Ich habe das Spiel schon mal gestartet, um ein paar Einstellungen zu tätigen. Ansonsten möchte ich jetzt aber ganz kurz nochmal die Fahrhilfen anpassen. So, ganz kurz. Wir haben hier schon das eigene Steuerungsschema. Ich benutze das Logitech G27 als Lenkrad natürlich. Ansonsten müssen wir jetzt einfach mal gucken. Ich habe keine Ahnung, wie es mit der Lautstärke passt. Bisschen laut. Probieren wir es erstmal so. Okay, da müssen wir mal gucken. Wird die CPU-Auslastung steigern? Knacksen auftritt? Ja. Ach, CPU ist doch stark. Untertitel hätte ich gerne auf Deutsch auch noch drin. Umsprache Deutsch. Passt. Wir legen gleich los, Freunde, und wir werden anfangen mit der Breaking Point-Serie, mit der Kampagne. Habe ich Bock drauf. Wo ist denn das jetzt hier? Taste 16. Wenn ich jetzt wüsste, was Taste 16 ist. Wir sind bei Gelegenheitsrennfahrer. Wieso denn das? Was ist denn das jetzt hier? 16. Ja. Okay, Einstellung Rennstil. Ja, aber hallo? Ah. Ja. Muss ich probieren. Hier? Nee. Hier. Da. Hallo? Nee. Ah. Taste 16. Ist 18, das ist 19. 18, 19, 17, 16. Ah. Rennstil Gelegenheitsrennfahrer, Rennstil Standard, Experte, Gelegenheitsrennfahrer. So. Lassen wir es erstmal auf der einfachsten Scheiße. Aber wo sind denn hier die Einstellungen? Allgemeine Einstellungen. Rumble, Trigger, umschalten. Sind denn diese verschissenen Einstellungen, Mann? Wer hat sich denn den Quatsch hier ausgedacht? Da bin ich noch nicht gerade so begeistert. Ganz kurz, ich will die komplette Streckenkarte haben. Ansonsten passt das. Müssen wir zur Not später nochmal umstellen. Ich finde das Menü hier so ein bisschen unübersichtlich, muss ich sagen. Aber ist ja auch egal. Kino-Item-Shop, was gibt's denn hier? So, wir haben natürlich die Karriere. Wir fangen direkt an. Wie gesagt, ich bin noch Anfänger. Ich werde das jetzt mit den einfachsten Steuerungssachen machen. Will mich da in Breaking Point so ein bisschen versuchen einzuleben. Dann werden wir vielleicht noch My Team danach starten. Und je nachdem, wie wir dann gut kommen, werde ich dann anfangen, Fahrhilfen abzuschalten, den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, dass wir dann immer unser Level ein bisschen steigern können. Habe ich richtig Bock drauf? Ich hoffe, ihr auch. Gebt auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben. Dafür lasst gerne ab, oder wenn ihr nichts verpassen wollt. Und jetzt will ich Breaking Point starten. Ah ja, hier steht es ja schon. Okay, genau. Normal, herausfordernd und schwer. Für Leute, die sich nach einer Herausforderung sehen, optimal für Spieler, die wenig Fahrhilfen verwenden, bietet ein ausgeglichenes Erlebnis, das wir Spielern empfehlen, die gerne mit weniger Fahrhilfen spielen. Perfekt für Neueinsteiger bei Formel 1 Spielen. Eignet sich für alle Fahrhilfenniveaus. Das passt doch perfekt zu uns, Freunde. Das passt perfekt. Wir sind ja gerade Neuling. Richtiger Neuling. Wähle ein Team.
Scuderia Alpha Tauri, Aston Martin Cognizant Formula One Team, Alfa Romeo Racing Orlean, Ural Kali Haas Formula One Team oder Williams Racing. Das werden auch die meisten machen, denke ich mal. Aber ich habe natürlich Bock, Aston Martin zu spielen, ne? Weil ich finde, dieses Auto sieht einfach geil aus. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass sie dieses Jahr noch ein bisschen mehr Performance kriegen. In echt jetzt. Ich bin auch richtig schöner Formel 1-Fan. Kein eingebluteter und auch noch gar nicht mal so lange, muss ich sagen. Deswegen kenne ich mich jetzt nicht aus, wer vor 25 Jahren irgendwie gewonnen hat in Russland oder so. Ob man da schon gefahren ist, ist ja auch egal. Ich würde Aston Martin nehmen, glaube ich. Ich finde den Wagen okay. Ich bin auch ein Fan von Sebastian Vettel, der jetzt auch für Aston Martin fährt. Demnach würde ich sagen, nehme ich das. Es gibt keine Optionen, die bei diesem Rennstil angezeigt werden. Drücke 16, um den Rennstil zu ändern. Einstellungen werden abgeändert, um ein einfaches Spielerlebnis zu gewährleisten. Ja, passt. Würde ich mal sagen. Prolog. Die Formula 2-Meisterschaft von 2019 geht in die letzte Runde. Und der junge britische Fahrer Aiden Jackson hat vor, in die Geschichtsbücher einzugehen. Abu Dhabi, letztes Rennen der F2-Saison 2019. Großartiges Rennen. Die Fahrer sind unglaublich aggressiv. Sehen Sie sich das an. Jetzt kann hier wirklich jeder den Druck spüren. Allen voran der junge Aiden Jackson von Carmen. Genau so ist es. Im Fahrerlager gibt es Gerüchte, dass Jackson eine Zukunft in der Formel 1 haben könnte. Es sind nur noch wenige Runden zu fahren und noch ist alles offen. Was für eine spannungsgeladene Atmosphäre hier in Abu Dhabi. Kann es einen besseren Abschluss für diese Formel 2-Saison geben? Okay, da geht's los. Okay, Aiden, sehr gut. Bleib konzentriert. Du weißt, was du zu tun hast. Verstanden. Okay, da geht's los. Uiuiui, da ist aber auch noch automatische Schaltung drin. Die würde ich natürlich schon gerne manuell machen. Oh Gott. Fängt ja gut an schon mal. Eieiei. Kann ich das noch ändern? Okay. Oh, den überrunde ich oder was? Ey. Oh. Okay, ganz kurz. Das muss ich aber noch ganz kurz mal machen. Also. Kann man das umstellen? Achso, ja. Ist halt doof, ne? Rennstil während der Saison gesperrt. Weniger Fahrhilfen. Ja, wie wär's denn? Aber probieren wir es mal so einfach. Er stört schon jetzt. Der bremst ja automatisch und ich würde schon wenigstens gerne manuell schalten, oder? Also eigentlich. Probieren wir es mal so. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 20,3 Sekunden. Schaltet immer noch manuell. Ich kann das nicht ausschalten. Der reguliert sogar das Gas von selber. Das will ich aber nicht. Ah, was ist denn das? Das kann ich auch nicht irgendwie... Das hätte ich davor machen müssen, ne? Kacke. Kann ich das nicht verstellen hier? Was soll denn das? Ja, das will ich jetzt. So stört's ja. Ich will ja wenigstens nur. Wir müssen mal ganz kurz raus. Es tut mir leid, Freunde. Wir müssen mal kurz raus hier, weil das ist eine Schande. Also ich will zumindest selber bremsen, selber Gas geben und ne? Das geht gar nicht hier. Gar nicht. So, muss ich nochmal ein bisschen verzögern. Wir machen die erste Folge eh ein bisschen länger.
Machen wir mal Standard-Rennstil. So. Ah, hier, Fahrhilfen. Da ist es doch. Das suche ich doch. Lenkassistent will ich nicht. Bremsassistent will ich nicht. Wobei, machen wir vielleicht auf niedrig. Traktionskontrolle mache ich. Die Ideallinie will ich nur in Kurven haben. Getriebe manuell, Boxenstopp-Assistent. Wir machen alle Hilfen aber jetzt hier an, damit ich mich nicht noch zusätzlich auf andere Knöpfe konzentrieren muss. Das machen wir dann später alles aus. Ich mache jetzt erstmal mehr Hilfen, als ich vielleicht brauche. Was ich aber nicht will, ist Brems. Ja, ich will eigentlich gar keinen Bremsassistent. Aber ein Antiblockiersystem. Das können wir ruhig machen. Lenkassistent will ich aber auch nicht. Ah, das passt. So. Das ist schon besser. Sind wir hier doch bei herausfordernd. Probieren wir es einfach mal. Probieren wir es jetzt einfach mal. Wenn wir merken, es ist zu hart jetzt so, dann schalte ich es wieder runter. Aber ja, schauen wir einfach mal. Kann ich das überspringen? Ja. So, gehen wir rein. Jetzt nochmal richtig. Jetzt werden wir wahrscheinlich verkacken. Bleib konzentriert. Ich gebe mal mein Bestes jetzt mit diesen Einstellungen. Ach, zu schnell. So, ich habe auch ein bisschen Force Feedback natürlich an am Lenkrad. Ich hoffe. Ja. Man hört es nicht zu krass. So, wir müssen tatsächlich Erster werden. Das ist natürlich schon eine ziemliche Sache. Ich hoffe, die Lautstärke passt. Muss ich noch gucken. Ah, das meine ich. Ah, Rückblende einsetzen. So, ja, welcher Knopf denn? Angesehen und denken. Huch. Ja. Ja, nee. Ah, das ist. Komm damit irgendwie nicht klar hier. Okay. Ja, perfekt. Dankeschön. Ah! Fängt ja gut an. Ich sag euch, ich bin Profi. Aber warum überdreht er sich denn, wenn ich Traktionskontrolle habe? Was ist das denn? Okay, Aiden, sehr gut. Bleib konzentriert. Du weißt, ja, ich blamier mich hier. Macht mich nicht zu sehr fertig, Freunde. Ich bin ein blutiger Anfänger. Vielleicht hätte ich die Hilfen doch anlassen sollen. Aber ich will es ja jetzt auch nicht zu einfach haben. Wie gesagt, ich hoffe, man hört das Lenkrad nicht zu oft jetzt. Ja. War jetzt aber nicht so die Idee. Komm, jetzt kommen wir noch mit der S vorbei, ja, oder? Wir müssen Erster werden. Mich da mal ein bisschen langsamer rantasten. Gut gemacht. Super überholt. Latifi ist noch vor uns. Stimmt, der ist ja auch erst seit 2020 in der Formel 1, ne? Denkt man gar nicht. Der Abstand zum Hintermann beträgt 1,5 Sekunden. Sowas wird man vielleicht sogar hören, aber das Mikrofon ist eigentlich ganz gut, was das Rausfiltern angeht. Also vielleicht werden wir da sogar verschont, ne? Okay, alles wieder im grünen Bereich. Zurück auf Renngeschwindigkeit.
Oh, sehr guter Ausgang jetzt hier. Jetzt geht's los. Oh. Er ist vorne, Giotto. Ja, wir haben immer noch eine Runde Zeit. So sind wir jetzt zwar nicht so gut wie mit den Fahrhelfen natürlich. Aber es macht mir Spaß, muss man auch sagen, ne? Wenn man auch mal was selber machen muss. Ich schalte lieber manuell, ich bremse und lenke auch lieber manuell. Wir werden dann nicht die perfekte Linie haben. Das wird dann vielleicht später alles noch kommen. 2,8 Sekunden haben wir jetzt. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was tun. Jetzt wird es hier nicht. Was passiert eigentlich, wenn man nicht gewinnt? Dann gewinnt man die Meisterschaft nicht und die... Naja, das ist ja das Ziel in der Kampagne. Da muss man natürlich... Boah, bisschen zu spät. Das ist aber ganz schön unruhig. Ich hoffe mal, der Formel 1-Bulli ist nicht so unruhig wie der Formel 2er hier, ne? Ist natürlich auch super. Holst dir ein Formel 1-Spiel und das Erste, was du in der brandneuen Story machst, erstmal richtig fett Formel 2 fahren. Kurve kriege ich auch noch nicht so gut hin. Das sind meine ersten Schritte hier, ne? Also verzeiht es mir, wie gesagt, ein bisschen. Ich werde mich ja hoffentlich irgendwann noch bessern. Was das Problem ist, dass wir nur noch eine Runde haben. Oh, aber jetzt noch 1,6. Jetzt haben wir es doch. Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 2,6 Sekunden. Entschuldige ich mich auch schon jetzt, falls ich ab und zu mal ein bisschen weniger sage. Ja, perfekt, nicht geschaltet. Wir müssen jetzt auf dieser Geraden überholen. Aber manchmal muss man sich dann doch ein bisschen mehr hier konzentrieren. Komm, mit Schatten ranziehen. Jawoll. Oh, leichte Berührung. Ausgezeichnete Arbeit. Klasse gemacht. Lass uns das jetzt verteidigen. Du bist auf dem ersten Platz. Da verteidigen wir den Kram. Wird gar nicht diskutiert. Ja, bleib schön auf Traktion, du. Rum hier. Jawohl, da ist er doch. Fantastisch, Aiden. Tolles Rennen. Gratuliere. Oh Mann, wir haben noch viel Arbeit vor uns. Und das war's. Wow, Jackson hat's geschafft. Aiden Jackson gewinnt die Meisterschaft. Was für ein Sieg für Jackson. Was für ein Sieg. Und niemand hätte es mehr verdient. Großartiges Ergebnis. Er hatte mal verraten, dass es sein Traum ist, eines Tages in der Formel 1 für Mercedes zu fahren. Hoffen wir, dass die richtigen Leute heute zugeschaut haben. Und hier ist er, der Mann der Stunde, Aiden Jackson. Ein großartiges Rennen und ein fantastischer Erfolg für diesen unglaublichen Fahrer. So ist es. Nach dieser Leistung wird es garantiert mehrere Formel 1 Teams geben, bei denen Aiden Jackson das Gesprächsthema sein wird. Dieser Junge hat eine glänzende Zukunft vor sich. Okay,
Kapitel 1. Nach seinem Sieg in der Formula 2 Fahrermeisterschaft hat Aiden Jackson sich eine Stelle in der Formel 1 sichern können und bereitet sich nun darauf vor, in der prestigeträchtigsten Motorsportserie der Welt seine ersten Schritte zu machen. Grand Prix von Australien, einige Monate später. Aiden, Sie haben den Sprung in die Formel 1 geschafft, was niemanden überrascht, der Ihre Karriere verfolgt hat. Jetzt steht das erste Formel 1 Rennen für Sie an und ich möchte Sie fragen, wie fühlt sich das an? Ehrlich gesagt, Will, habe ich das noch nicht so richtig verarbeiten können. Das Team gibt mir hier wirklich eine fantastische Chance. Es ist eine tolle Gelegenheit, ein wahrer Traum. Also, meine Antwort ist, ich fühle mich wie ein kleines Kind. Ich sehe mich um und bin täglich von meinen Helden umgeben. Da musste ich mich schon ein-, zweimal kneifen. Also, ja, es ist überwältigend. Aber auf der Strecke, mit dem Tempo, dem Lärm und dem Geruch, ist alles beim Alten. Hoffentlich auch meine Performance. Und was sagen Sie zu Kaspar Ackermann? Fühlen Sie sich ein bisschen eingeschüchtert, einen so erfahrenen Teamkollegen zu haben? Immerhin ist das Ihre erste Saison hier in der Formel 1. Was sagen Sie? Wie stehen Sie beide zueinander? Ich habe Kaspar immer bewundert und ihn als Vorbild betrachtet. Die Wände in meinem Kinderzimmer waren tapeziert mit seinen Postern. Mein Traum war immer so zu sein wie Kaspar. Aber stattdessen fahre ich jetzt an seiner Seite. Das ist auch nicht schlecht. Ich lerne von dem Besten. Außerdem muss ja jeder mal klein anfangen, nicht wahr? Aiden, wie reagieren Sie darauf, dass Sie mit einem anderen Formel-1-Piloten verglichen werden, was ja ziemlich auf der Hand liegt? Er ist in der letzten Saison wie Sie jetzt von der Formel 2 in die Formel 1 aufgestiegen. Was sagen Sie zu der Presse? Und zu den Fans, die Sie als den neuen Devin Butler bezeichnen? Den neuen Devin Butler. Das ist okay. Den alten brauchen wir nicht mehr. Du machst einen guten Eindruck. Sie mögen dich. Deine Sorgen waren umsonst. Danke. Das wird heute ganz bestimmt gut laufen. Ich weiß es. Mach einfach das Gleiche wie in F2. Kinderspiel. Danke, Brian. Ich gebe mein Bestes. Na los, Aiden. Du schaffst das. In die F1 aufgestiegen. Wunderbar. Dann würde ich sagen, Freunde, das war's jetzt erstmal für die erste Folge von Formel 1 21. Wir haben auf jeden Fall noch sehr, sehr viel zu lernen. Ich möchte aber auch besser werden. Ich will mich da reinfuchsen, dass wir dann am Ende auch vielleicht mal komplett ohne Fahrhilfen gegen eine starke KI fahren können. Werden wir gucken. Jetzt erstmal heißt es fahren, 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 lernen, lernen, lernen. Und dann werden wir in Zukunft mal weitersehen, wie das wird. Seid, wie gesagt, bitte nicht zu fies zu mir in den Kommentaren. Ja. Ich bin Anfänger. Nächste Folge geht's hier weiter, dann lesen wir uns das hier erstmal durch und dann fahren wir unser erstes Formel-1-Rennen hier in der neuen Meisterschaft. Danke euch hier fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.